Heiner, hier ist X-Wing mit einem kleinen Tutorial, wie ihr am besten diese Mission machen könnt. Es gibt unterschiedliche Spots für die Mission, das ist dieser Vinewood-Schriftzug, wo ich jetzt bin, also es geht um diese Sprungschanze. Es kann auch irgendwo hier der Fall sein, dass man hier runterspringen kann. Es kann hier oben der Fall sein, dass man hier rüberspringen muss. Mehr fällt mir gerade gar nicht ein. Auf jeden Fall, viele versuchen da mit Schalldämpfer die Typen zu killen, aber die Passanten merken das dann, rennen weg und dann bekommt man auf dem Rückweg Gegner. Und es geht auch ohne, indem man sich einfach von der Seite, das ist übrigens bei jeder gleich, also man kommt immer von der linken Seite ran, schaut, wo ist der eine Bodyguard, der da rumläuft. Ich glaube, der ist jetzt gerade weg. Ich warte mal einmal kurz, um euch zu zeigen, dass da einer patrouilliert. Da läuft er. Hallo ihn. Der sollte, wenn möglich, nicht an dem jetzigen Ende sein, sondern eben da, wo er gerade war. Warum wird denn das eigentlich nicht scharf? Dieses Spiel. So, jetzt läuft er weg. Wenn er so auf halbem Weg ist, kann man hochgehen. Einfach einsteigen. Echt nur auf den Patrouillieren achten. Die anderen, die merken die. Dann halt wirklich den Sprung machen, halbwegs gut landen, das ist an der Position am schwierigsten, deswegen habe ich das hier aufgenommen. Ein bisschen mit STRG und Shift nachregeln, dann geht es, aber ich kriege ja auch öfter mal 2000-3000 Damage rein. Gut, dann geht's. Und ich fahre hier lieber gern andersrum. War 100 Meter länger, glaube ich. Aber dafür über den Highway. Das war doch eigentlich schon. Also, ihr seht, keine Gegner. Normalerweise kommen jetzt hier entweder zwei Autos und ein Heli und ein Auto, die dich die ganze Zeit abballern. Dann müssen wir aussteigen, die vier Wellen abknallen oder eben einfach durchfahren und die 5000 Damage hinnehmen. Jeder Heli, die reindrückt, maximal. Kann auch manchmal ein bisschen mehr sein. Aber so bekommt man halt gar nicht erst Gegner. Ich werde wahrscheinlich auch noch ein Video machen zu dem wie man hier die Typen abknallen muss, ohne dass jemand was bemerkt. Und was gab es noch zum Kuruma? Genau, das sind die drei Missionen, man die Gegner verhindern kann. Ansonsten halt, wenn man Polizei bekommt, klar, einfach letzter anrufen, easy, zack, zack. Aber wenn die so ein Treffen haben, habe ich bisher nicht herausgefunden, wie man das schaffen könnte. Und auch das mit diesem Fotoshooting, wo zum Beispiel am Pier sein kann, weiß ich auch nicht, wie man das schafft. Ohne dass da Gegner kommen. Wenn es jemand weiß, gerne in die Kommentare. Sonst sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Wow, nicht mal ein 4-Minuten-Video. Bis dahin.